Der Start in den Winter erfolgt für Lisa Zimmermann in gewohnter, ja fast schon traditioneller Art und Weise. Die gerade mal 20 Jahre alte Freeski-Slopestyle-Weltmeisterin gewinnt erneut das Kaunertal Opening. Es ist der 5. Sieg der Fürtherin beim legendären Auftakt in die Saison. Ja, ich finde es voll geil, immer hier zu sein. Ich gehe halt mit meinen ganzen Freunden mal wieder fahren gehen. Nebenbei ist halt der Contest und noch andere Side-Aktivitäten. Ne? Und wir können immer zusammen noch ausgehen. Und einfach die ganze Atmosphäre hier macht mir total Spaß. Und natürlich ist es cool, wenn man dann jedes Jahr auch noch gewinnt. Auch bei den Männern gibt es mit Torge Nagel einen deutschen Sieger. Der 24-Jährige aus dem schleswig-holsteinischen Flachland zeigt einen Switch-Ride 720 Blunt und gewinnt mit 89 Punkten. Dritter wird mit Florian Geier aus dem Allgäu ein weiterer Deutscher. Ich habe den Style Award auch noch gewonnen obendrauf. Bin ziemlich viel konstant gefahren, habe geschaut, dass ich meine Tricks clean mache und dafür hat es den Style Award noch gegeben. Ich bin als Racer schon hier gewesen, dann irgendwann mit dem Freeskin hier. Und jetzt so wahrscheinlich mein letztes Jahr hier im Kaunertal. Nochmal konnte es mitfahren, alles mitgenommen und passt. Mit seiner 31. Ausgabe schreibt das Kaunertal-Opening weiter an seiner Geschichte. Viele Top-Snowboarder und Freeskier kommen alljährlich auf den Gletscher nach Tirol. Auch für den Starnberger Snowboarder Maximilian Preisinger ist es der erste Contest der Saison. Ich komme jetzt schon seit ziemlich vielen Jahren hierher. Ich glaube, jetzt mittlerweile schon seit ich 12 bin, komme ich jedes Jahr zum Opening hierher und im Frühjahr. Und ja, es ist halt ein geiler Park und hat eine relativ lange Jibline. Ich komme vor allem zum Railfahren hier. Der 18-jährige Maximilian fährt in der Snowboarder-Konkurrenz aufs Podest. Er wird Dritter und gewinnt darüber hinaus noch einen Sonderpreis. Ich bin Best Rookie geworden und Dritter und ich finde es mega geil. Hat mich wieder total gefreut, genauso wie letztes Jahr. War wieder voll cool, geile Session gehabt. Spaß gemacht. Die Wettbewerbe beim Kaunertal Opening werden als sogenannte freie Session ausgefahren. Dies verschafft den Freeskiern und Boardern mehr Möglichkeiten und Zeit für ihre Tricks. Ich finde es cool, mir würde es mehr taugen, weil das so ein bisschen dieses klassische Contest-Fahren rausnimmt, sondern einfach immer alles mehr zu normalem Snowboarden wird quasi, wie wenn man jetzt einfach selber fahren geht und das wird dann halt gejudged. Das finde ich eigentlich persönlich cooler. Man hat nicht dieses jetzt ist Training, jetzt ist Contest, zwei Runs, du stehst es oder stehst es nicht und es ist vorbei. Das fällt dann einfach weg. Also ich würde es mir wünschen, dass das generell bei Contests mehr kommen würde, dass man alles in Sessions fährt. Es ist voll lustig, es war voll cool, wieder jeden zu sehen. Den Kurs haben sie echt gut gemacht dafür, dass kein Schnee da ist und ja, mit dem Wetter haben wir auch voll Glück gehabt und bei mir ist so lala gelaufen. Ich bin ein bisschen krank und bin froh, dass ich überhaupt fahren habe können. Mit dem ersten Contest hat das lange Warten auf den Winter für die deutschen Asse ein Ende. Die kommenden Monate sind bereits verplant. Bei mir war es jetzt der erste Skitag und ich setze mir halt mal hin und schaue, was ich mache. Also ich fahre auf jeden Fall ein paar Weltcups, weil die Olympia-Qualifikation, glaube ich, schon angeht. Und schau aber, dass ich selber auch zum Fahren komme und filmen gehe. Also ich werde extrem viel unterwegs sein. Ich fahre die komplette Weltcup-Tour und so viele TTR-Contests, wie ich kann. Also ja, ich bin contesttechnisch ziemlich viel unterwegs. Ich hoffe, dass ich auch noch ein bisschen Zeit zum Filmen finde, aber sehe ich bis jetzt noch nicht so ganz. Es wird schwierig, aber ja, viel Contest fahren auf jeden Fall. Dass sie im Sommer nichts verlernt haben, haben Lisa Zimmermann, Torge Nagel und Maximilian Preisinger im Kaunertal gezeigt. Nach dem gelungenen Start werden sie sich ja bald mit weiteren Erfolgen aufhorchen lassen.